einige sagen, wir hätten uns auf das Thema gesetzt. Das war 83, 2002 und 2010, die Plakatreihe. Aber, und jetzt hier ein wichtiger Punkt, wir Grünen sagen, wir müssen auch schneller raus, als wir es mal vorgesehen haben, denn irgendwo zwischen 2020 und 2025, das war das Ergebnis, was wir hatten nach dem Ausstieg. Dies ist die Kurve des Atomstroms, wie sie mal vorgesehen war nach dem rot-grünen Ausstiegsgesetz, das Gelbe. Haben wir die grüne Linie, das ist die Realität. Die Realität sagt, wir sind heute bei 17%, also da ist mein eingestandener Irrtum. Und 39% ist das, wozu sich die Bundesregierung, Schwarz-Gelb, Herr Röttgen, Frau Merkel, Herr Brüderle, rechtlich verbindlich gegenüber der Europäischen Union im Jahre 2010, nämlich im August, bevor sie die Laufzeitverlängerung beschlossen haben, verpflichtet haben, so viel Strom wollen sie im Jahre 2020 erneuerbar erzeugen. Wenn Sie diese beiden Zahlen hier vergleichen, werden Sie feststellen, auch Schwarz-Gelb ist der tiefen Überzeugung, dass Erneuerbare nicht nur Atom ersetzen kann, sondern dass Erneuerbare sogar in der Lage wären, ein Fenster aufzumachen, in dem man auch das eine oder andere ineffiziente Kohlekraftwerk schlicht und ergreifend vom Netz nehmen könnte. Das Energieimportland Deutschland ist nämlich durch den sehr stürmischen Ausbau erneuerbaren Energien zu einem Netto-Stromexporteur geworden. Wir haben in 2010 ungefähr in der Größenordnung von 7 Großkraftwerken die Jahresleistung von 7 Großkraftwerken netto exportiert. Also, wenn Ihnen wieder jemand erzählt, hier gehen die Lichter aus, wenn man diesen Weg geht, von dem jetzt ja auch Herr Lindner überzeugt ist, angeblich, dass das gehen würde. Das ist nicht der Fall. Das Einzige, was passieren würde, wir würden übrigens nicht den Stadtwerken, sondern das ist ein Privileg der sehr großen Unternehmen RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall und Co. Ihnen wegnehmen, dass Sie hier in Deutschland für 2 Cent in alten Braunkohleanlagen oder auch in alten Atomanlagen Strom produzieren, um ihn dann entsprechend zu verkaufen. Also, was muss man jetzt machen? Man muss erstens verhindern, dass in der jetzigen Situation Fakten in die falsche Richtung geschaffen werden. Das würde zum Beispiel stattfinden, wenn man jetzt, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, die ältesten Anlagen stilllegt und die Betreiber dann von ihrem Recht Gebrauch machen würden, diese Laufzeiten auf andere Kraftwerke zu übertragen. Das geht formlos, wenn man von einem alten auf einen neuen das tut. Das hieße zum Beispiel, wenn man die Laufzeiten von Biblis A und B, wenn die jetzt sofort stillgelegt werden, übertragen würde auf Grohnde oder auf Lingen, das sind 2 neuere Kraftwerke, Grohnde im Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen, dann käme man auf Laufzeiten über das Jahr 2050 raus. Diese Anlagen hätten eine Gesamtlaufzeit von 63 Jahren. Und das kann man nur verhindern, wenn man die Gesetze verhindert. Und zwar erstens muss man die Laufzeitverlängerung vom Herbst zurücknehmen. Das hat denen zusätzliche beschert. Und zweitens muss man rechtlich sicher für die endgültige Stilllegung dieser ältesten AKWs sorgen. Das ist die Grundvoraussetzung, um so etwas wie einen schnelleren Atomausstieg glaubwürdig machen, diese Gesetze zu ändern. Dann muss man für den Rest in dieser Situation dafür Sorge tragen, dass es nicht nur strengere Sicherheitsüberprüfungen gibt, sondern dass diese Sicherheitsüberprüfungen auch nach dem Stand der Technik erfolgen sind. Das heißt, es muss das kerntechnische Regelwerk, das ist sozusagen das Betriebshandbuch oder die TÜV-Anleitung für diese Anlagen, endlich rechtsverbindlich in Kraft gesetzt werden. Auch das verweigert Herr Röttgen weiterhin. Und das muss man dann am Ende überführen in ein neues Atomgesetz, was etwas macht, was die Brücke, die angeblich die Kernenergie sein sollte, endlich ernst nimmt. Nämlich die Reststrommenge für die verbliebenen Atomkraftwerke, die muss an das Wachstum der erneuerbaren Energien angepasst werden. Und dann kann man auch schneller raus. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, dass dieses schneller raus bestimmte Voraussetzungen hat.
Wir brauchen also eine Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes, um zum Beispiel die Potenziale beim Repowering von Windkraft, bei der Nutzung höheren Effizienz von Biomasse zu nutzen. Dieses geht nur, wenn in diesem Bereich auch die Planverfahren verbessert werden. Mach mal ein bisschen. Was passieren muss, ist die Restriktionen, die für den Aufbau von solchen Anlagen gemacht werden, vermindert werden. Da gibt es welche, auf die komme ich gleich noch. Aber eines finden Sie hier unter Vorrangflächen als Beispiel. Müssen Sie sich klar machen, dass in Baden-Württemberg, in Bayern und in Hessen der Anteil des Windstroms kleiner als 1% ist. Das liegt nicht in der Topografie, weil dann könnte man nicht erklären, dass im vom Harz geprägten Sachsen-Anhalt der Anteil 15% ist, auch im Binnenland. Sondern das hat eine einfache Ursache. Es ist in diesen Ländern eine massive Verhinderungsplanung getrieben worden. Es war faktisch nicht möglich, relevante Anlagen zu machen. Und diese haben ein riesiges Potenzial. Allein in Baden-Württemberg gibt es eine Kapazität unter Berücksichtigung, dass man natürlich nicht in ein Naturschutzgebiet geht, dass man nicht in besonders geschützte Waldflächen reingeht. Also unter Ernst nehmen all dieses von 10.000 MW. Wir diskutieren zurzeit darüber, dass wir sehr lange Leitungen von Offshore-Anlagen brauchen, um in den Süden zu kommen. Die Wahrheit ist, als erstes und wichtigstes und übrigens am preisgünstigsten auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen ist es, die Onshore-Potenziale dadurch zu heben, dass man die bürokratische Verhinderungsplanung in Süddeutschland verhindert. Da sind wir in Baden-Württemberg auf einem guten Weg, aber wir brauchen bundeseinheitliche Regelungen, damit das auch in Bayern nicht mehr passiert. Hier ist ein ganz schönes Beispiel, wie man die Akzeptanz von erneuerbaren Energien richtig in den Keller bringen kann. Wer mal mit Bürgerinitiativen bei ausgewiesenen Windparks gesprochen hat, der wird sagen, aber die dürfen nie zu hoch sein. Die Frage, liegt das vielleicht daran, können Sie das erkennen, können Sie das schätzen? Nein, das kann niemand schätzen. Die Höhe macht sich an etwas anderem fest, nämlich daran, dass oben auf dem Ding ein Blinklicht ist, damit das Flugzeug nicht dagegen fliegt. Das ist nicht nötig. Wir müssen das Luftverkehrsgesetz ändern, damit diese Form von Befeuerung zum Beispiel ein Ende ist. Dann erhöht sich die Akzeptanz für solche Anlagen. Und wir brauchen natürlich auch neue Technologien, wie zum Beispiel Gezeitenkraftwerke und neue Wasserkraft. Es gibt ein Einsparziel, aber dieses ist nicht verbindlich und wir plädieren dafür, durch entsprechende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, tatsächlich die Nachfrage nach Strom zu dämpfen. Das geht, indem man zum Beispiel stromsparende Geräte und Maschinerie in der Industrie einführt, zum Beispiel bedarfsgesteuerte Lüfter, bedarfsgesteuerte Pumpen. Das ist heute alles nicht die Regel. Die sind entweder an oder aus. Es gibt sozusagen einen intelligenten Mechanismus da überhaupt nicht. Solche Investitionen zu befördern, das gehört zwingend dazu, wenn man schneller raus will aus der Atomenergie. Was man braucht, ist für Elektrogeräte so etwas zu haben, dass das energieeffizienteste Gerät den Standard für morgen setzt. Und wir müssen das Einsparziel, was die EU als freiwilliges Ziel hat, endlich verbindlich machen, nämlich bis 2020 20% unseres Gesamtenergiebedarfs, und das ist der Energiebedarf für Wärme, für Wasser, für Wärme, Strom und für Mobilität entsprechend einsparen. Wir wollen, dass das Bundesemissionsschutzgesetz so geändert wird, dass dort nicht nur die Frage, wie viel Blei und Quecksilber aus dem Schornstein rauskommen darf, sondern auch wie viel CO2 da rauskommen darf, eine Rolle spielt. Und da gilt für uns das Gleiche wie für andere Geräte auch. Den Maßstab setzt die effizienteste Technologie. Die effizienteste Technologie, die wir heute haben, sind moderne Gas- und Dampfturbinenkraftwerke, die einen Wirkungsgrad von 58% haben. Künftig soll kein Kraftwerk zugelassen werden, sowieso nicht an illegalen Baustellen, wie zum Beispiel in Datteln, sondern überhaupt nicht, das weniger als 58% hat. Und wir wollen dann für den Bestand einen schrittweisen Prozess einführen, wo ausgehend von den jetzigen Regelungen auch Mindestwirkungsgrade für die bestehenden Kraftwerke festgelegt. Das Ergebnis wird sein, zum Beispiel, dass Kohlekraftwerke nicht mehr ohne Kraft-Wärme-Kopplung hier genehmigungsfähig wären. Ich will nur mal darauf hinweisen,
Frau Merkel hat sich ja bis vor kurzem darin gefallen zu behaupten, die Grünen wären so die Dagegenpartei. Es gibt einen, der hat als einziger bisher einen Gesetzentwurf vorgelegt zum beschleunigten Ausbau, jetzt ruhig weitermachen, zu Stromtrassen. Und da war unter anderem das vorgesehen, nämlich in dem Bereich, wo der massivste Ausbaubedarf ist, nämlich im Bereich der Mittellast, im Zweifel, wenn das an Wohnungen vorbeigeht, in die Erdverkabelung zu gehen oder in Naturschutzgebieten. Ich erinnere mich aber noch daran, also der Mensch hieß Jürgen Trittin, 2005. Ich erinnere mich aber auch daran, wer damals dieses Gesetz blockiert hat. Das war die Mehrheit von CDU und FDP im Bundesrat, die gesagt haben, das wollen wir nicht. Und selbstverständlich muss man sich der Mühe unterziehen, der Frage des Ausgleiches von solchen Lastspitzen und Verbrauchsspitzen in den Griff zu bekommen. Dazu gehören Pumpspeicher in Skandinavien, dazu gehören auch Pumpspeicher in Deutschland. Das will ich deutlich sagen. Wir haben inzwischen auch ein paar Projekte, zum Beispiel im Harz, konventioneller Art, neuere Projekte, zum Beispiel in Nutzung alter Minen, in dem sozusagen im Berg solche Pumpspeicher auf den Weg gebracht werden. Nämlich die Frage, wie viel Gas wir verwenden, um Wärme bereitzustellen. Ich möchte das Gas für was anderes verwenden, ich möchte aber nicht zusätzlich Gas importieren und nicht zusätzlich CO2 importieren. Warum brauche ich das Gas? Wenn unsere Vorstellungen für den Ausbau von erneuerbaren Energien so vorangehen, was passiert dann? Wir haben plötzlich ganze Tage, wo tagsüber die Sonne scheint und wir bei hohem Photovoltaikanteil, wenn dennoch der Wind scheint, plötzlich eine tagsüber 100% Versorgung mit erneuerbaren Energien haben. Wir hatten schon mal einen Vorgeschmack für so etwas, ich glaube 2009 Weihnachten, da hatten wir bei ganz geringer Nachfrage so viel Windstrom im Netz, dass wir einen negativen Strompreis über den ganzen Tag hatten. Also man kriegte Geld dafür, dass man Strom abgenommen hat an der Leipziger Börse. Das wird natürlich, wenn wir nicht mehr von 17% heute erneuerbaren Strom, sondern von fast 40% reden, viel häufiger eintreten. Nur das Problem stellt sich in dem Moment, wo man in der Nacht ist und die Photovoltaik nicht mehr zuliefern kann. Also muss man in diesem Bereich Ausgleiche haben. Dazu dienen die Pumpspeicherkraftwerke, dazu können dienen auch Elektrofahrzeuge, aber es wird bestimmte Regelenergien, und zwar flexibler Regelenergie, bedürfen. Das können keine Kohlekraftwerke, es können auch, jedenfalls nicht, wenn sie komplett runtergefahren werden müssen, Atomkraftwerke, die sind nur flexibel, so zwischen 50% und 100% Leistung. Also braucht man dafür einen Energieträger, der schnell flexibel einsetzbar ist. Das ist Gas, das kann auch Biogas sein, aber zurzeit würde das erstmal Erdgas sein. Und deswegen ist eine der Grundvoraussetzungen, um schneller aus der Atomenergie rauszukommen, ist, dass wir aus der Situation rauskommen, dass wir zurzeit gerade mal 0,6% unseres Gebäudebestandes jährlich wärmedämmen. Da sind wir also noch nicht mal in 150 Jahren fertig, wenn das so bleibt. Das zu steigern, deswegen stehen hier insgesamt 4 Milliarden für jedes Jahr, die wir brauchen. Und man muss dabei auch neue Techniken einsetzen. Sie sehen das da rechts. Das sind zum Beispiel solarthermische Anlagen, die zur Warmwasseraufbereitung dienen. Deswegen darf man auch nicht kürzen, wie das die Bundesregierung getan hat bei dem Marktanreizprogramm. Wenn man das macht, dann kann man in der Tat schneller raus. Aber ich plädiere dringend dafür, sich gerade vor diesen Schwierigkeiten, also Verbesserung in der Infrastruktur, Geld an die Hand zu nehmen für Investitionen in Wärmedämmung, Umstrukturierung unserer Speichersysteme, sich vor diesen wichtigen Problemen nicht wegzuducken, sondern gerade als Grünen haben wir die Pflicht, das mit zu benennen. Das sind die Voraussetzungen, wenn man ernsthaft nicht nur über Moratorien reden will, sondern schneller raus will, als wir uns selber mal vorgenommen haben. Vielen Dank.